Also ich bin der Wolfgang Krenn, ich bin seit 2009 hier der Direktor in Hotel Kärntnerhof in der Wiener Innenstadt und mache das eigentlich sehr, sehr gerne, wobei Corona hat uns jetzt ein bisschen eingebremst, aber wir versuchen wieder alle auf Touren zu kommen. Und in den Kärntnerhof zu kommen, sollte man eigentlich, wenn man nach Wien kommt, weil wir sind erstens typisch wienerisch, zweitens, glaube ich, sind wir auch sehr freundlich, persönlich und eigentlich immer am liebsten für die Gäste da. Ja, und hoffen, dass diese Einspielung uns noch ein paar Gäste mehr bringt für dieses Jahr. Mein Name ist Peter Friese. Ich arbeite hier im Schwarzen Kamel seit vielen, vielen Jahrzehnten. Das Schwarze Kamel ist im Jahre 1618 gegründet worden. Der erste Besitzer hieß Kame. Er war etwas dünkler im Teuer und hat heiteren Sinnes es zum Schwarzen Kamel benannt und sich ein Dromedar als Logo genommen. 1901 wurden 4 kleine Häuser des Schwarzen Kamels niedergerissen und dieses Haus neu gebaut. Und dadurch ist alles hier im Jugendstil, im Original, der in den 60er Jahren nicht so beliebt war, aber heute sehr beliebt ist. Und so ist das eigentlich über all die Jahrzehnte immer hier und ich auch. Also, ich lebe jetzt etwa 3 Jahre hier in Wien und ich muss sagen, ich bin total glücklich. Obwohl ich Wien vorher nicht gekannt habe, ich bin überrascht, wie die Leute sind. Offen, herzlich, ich bin super empfangen worden und ja, jetzt bin ich hier. Und natürlich im Kamel, Entschuldigung, was gibt's Besseres? Hallo, wir befinden uns hier im Café Zentral, in dem Café Zentral, das Kaffeehaus von Wien. Mein Name ist Oberkellner Leopold, ich bin ein großer Fan von Peter Alexander, deshalb Oberkellner Leopold, ein Reminiszenz an einen Peter Alexander, bei dem Oberkellner gespielt hat, deshalb Oberkellner Leopold. Ich bin die Ivana und ich arbeite bei der Wiener Seife, schon seit 2 Jahren mittlerweile und arbeite auch sehr gerne hier. Maria. Die Seifen sind alle handgemacht, also im 10. Bezirk, genau, per Hand verpackt und wirklich noch wie früher mit dem Kessel per Hand angerührt. Genau, und das sind ein paar Modelle. Und wir haben wirklich mittlerweile sehr viele Sorten und da sind alle möglichen Düfte vertreten. Sie haben auch besondere Wirkungen, wie zum Beispiel sehr gut für trockene Haut. Also sehr rückfettende Seifen. Also wir haben da alle möglichen Kategorien. Für jeden ist was dabei. Mein Name ist Lisa Heilinger und das ist für mich eine Mission, hier eigentlich auf der Straße zu spielen. Ich habe mit 13 Jahren schon angefangen und es hat eine besondere Bedeutung für mich, weil ich von dem Geld, was ich gesammelt habe, meine erste Geige gekauft habe. Und die Menschen haben mich immer wahnsinnig unterstützt und deswegen habe ich das weitergemacht und durch Straßenmusik habe ich viele Leute kennengelernt, viele Aufträge bekommen und auf den schönsten Hochzeiten und Events spielen können. Deswegen bedeutet mir das sehr viel und ich denke, das trägt auch dazu bei, dass die Stadt einfach eine besondere musikalische Glanz bekommt. Im Prater blühen wieder die Bäume, in silbernen Grün schon der Wein. Da kommen die seligen Träume, es muss wieder Frühlingszeit sein. Stop. Hallo, ich bin die Lisa und ich wohne jetzt seit 2 Jahren in Wien. Mir gefällt an Wien einfach, dass es total belebt ist, dass man wirklich in jeder Seitenstraße wieder auf neue Shops draufkommt, auf Boutiquen, Restaurants. Also das finde ich wirklich total super an Wien. Und ich bin damals vor 2 Jahren wegen meiner Arbeit hergezogen. Ich arbeite als Lehrerin, jetzt an einer HLW. Und ich bin aber auch Illustratorin nebenberuflich und das möchte ich in Zukunft gerne noch weiter ausbauen, weil das liegt mir wirklich total am Herzen. Ich kann auch ein paar Beispiele herzeigen. Zum Beispiel, das war jetzt ein Plakat, was ich gemacht habe für das Next Comic Festival. Und das ist ein fiktives Filmplakat gewesen für einen Film, den es eigentlich nicht gibt. Aber das Thema war Vampire und der Vampirfilm. Oder ein paar freie Illustrationen. Also ich liebe es, mit Aquarellfarben und mit Buntstiften zu arbeiten auch.
Und es ist alles sehr, sehr Cartoon- und Comic-mäßig bei mir. Aber das ist genau meins. Also das ist das, was mir taugt. Und da hoffe ich, dass ich in Zukunft auch mehr mit dem noch machen kann. Guten Morgen, mein Name ist Ulrich Herrmann. Ich arbeite hier in der Vollpension. Und zwar in Teilzeit. Wir in unseren Betrieben sind ca. 100 Leute beschäftigt, davon 50 über 60 Jahre, die natürlich alle in Teilzeit arbeiten. Unser Motto ist jung und alt zusammen, also sozusagen das Generationen-Café. Das ist unser Motto und wir leben das auch und wir fühlen uns wohl. Und nebenbei ein bisschen, was verdient man natürlich dabei, aber das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist für uns die Qualität, hier zu arbeiten und die Freundschaft und die Familie. Bei uns ist das sozusagen Familie. Ich bin die vierte Generation im Schildermalen in unserer Familie Samuel. Ich bin auch zugleich der letzte Wiener Schildermaler, der nur mit Pinsel und selbstgeliebener Farbe noch arbeitet. Unser Beruf ist heute tot durch den Computer. Es wurde jeder Buchstabe händisch gezeichnet und mit dem Pinsel gemalt. Die Schilder mit Ölfarbe noch gestrichen, selbst gerieben mit Firnis, Terpentin und Sekativ, und die Farben haben jahrzehntelang gehalten. Die heutigen Lacke nach 3-4 Jahren bleichen sie aus. Es ist auch so, die Firmen halten halt auch gar nicht mehr Jahrzehnte. Da genügt der Lack, wenn auch 3 Jahre später zu. Und das war das Schöne in unserem Beruf, die Qualität eines Schildes. Nehmen Sie auch noch neue Aufträge an, Herr Samuel? Ja, wenn es mich freut, die Arbeit, dann mache ich es. Ich kann auch Nein sagen, das habe ich gelernt, Nein sagen. Wenn ich sehe, das ist eine Krampfarbeit, dann fange ich mir das in der Pension nicht mehr an. Die Arbeit soll eine Freude machen. Und das ist das Schöne an unserem Beruf, dass er Freude macht. Man braucht keinen Computer, man kann das selbst noch mit Bleistift, Pinsel und Farbe. Grüß Gott, ich bin die Christina. Ich lebe und arbeite in Wien seit 11 Jahren, arbeite hier für Pöhl am Naschmarkt. Und ich liebe Wien ganz besonders, weil ich finde, dass wir eine traditionelle Stadt sind mit viel Herz. Speziell sind wir eine Genussstadt und dementsprechend arbeite ich auch mit Genuss. Ich mache die Geschäftsführung mit meinem Chef und bereise auch andere Länder und ganz Österreich, um die schönen Schmankerln Österreichs hier zu verpacken und sie dann auch an Kunden und Touristen aus aller Welt zu verkaufen. Das ist für mich Wien. Mein Name ist Amra, ich bin Architektin von Beruf und unterrichte zwischendurch mal Wohnbau an der TU Wien. Und in Wien so schön, naja, für mich, ich bin Wahlwienerin, umgezogen wegen Studium und wegen der Architektur hier geblieben. Das noch so schöne Wien an Stadt, Architektur für mich, sonst die ganze multikulturelle Erreichbarkeit, so freundlich miteinander, würde ich sagen, für mich als so halb Italienerin, halb Bosnierin von dem her. Also das mag ich sehr schön an Wien. Grüß Gott, mein Name ist Hildegard Ulmer und wohne auch in Wien und bin sehr oft im Zentralfriedhof. Mein Name ist Rudolf Ulmer, wohne auch in Wien, wir sind oft im Zentralfriedhof. Ich bin auch viel in ganz Österreich unterwegs und ich grüße die Ausländer. Ja, grüß Gott. Wir sind jetzt hier beim Einsertor, da haben Sie gleich den alten jüdischen Friedhof. Dann, wenn Sie dann Richtung Kirche gehen, alten Bundes, die Präsidenten, die Verstorbenen. Linker Hand sind die Künstler Udo Jürgens und die Straße nach vor sind die Musiker, die alten Strauss, Mozart und die breite Straße nach hinten. Sind Ehrengräber, wo Falco und andere berühmte Künstler verstorben, die Gräber sind. Okay, ich bin die Gabi Dragut und bin halb Wienerin und halb Mostviertlerin. Und meine Schwester ist zum ersten Mal in ihren alten Jahren zum ersten Mal da. Wir machen einen Spaziergang und unser Enkel habe ich auch getroffen vorne. Da müssen Sie übrigens auch hin in die Kurkonditorei Oberla auf einen Kaffee. Und wir sind froh und dankbar für diesen schönen Tag, in Frieden leben zu können.
Ja, du bist dran. Also mein Name ist Regina, ich bin ihre Schwester und wir haben uns gedacht, wenn wir in Wien sind, müssen wir uns auch endlich einmal den Zentralfriedhof anschauen. Und der ist ja wirklich ein Traum. Das ist ein Naherholungsgebiet praktisch für die ganzen Wiener hier. Man kann wirklich, man darf laufen, man darf Rad fahren, man kann mit dem Auto fahren. Man kann Rehlein begegnen. Und wir haben zuerst gerade gesprochen, wir haben einen Sänger, den Wolfgang Ambros, und der hat sogar ein Lied gesungen. Es lebe der Zentralfriedhof. Zentralfriedhof ist Stimmung, wie es erlebt hat lang vor. Bei alle Toten feiern heute seine letzten 100 Jahre. Also, mein Name ist Kinga Krajnik und ich komme aus Polen. Bitte erwachen seine Lieder und wecken mich aus düsteren Traum, da er aus die Geschichte geöhnt erschienst du mir aus Mein Name ist Hans-Jürgen Eisel und ich bin Freund der Stadt Wien und habe die zwei Herren gestern beim Tischi kennengelernt, weil wir beiden die Vorlieben mit Tischi haben, das beste Eis von Wien. Und ansonsten bin ich seit 10 Jahren in Wien, regelmäßig, immer für 2 Monate im Jahr, und habe die kulturellen Seiten und die genüsslichen Seiten, auch was Gastronomie betrifft. Und die Spieler darf ich natürlich nicht vergessen. Das ist das überhaupt, was mich nach Wien gebracht hat. Die Restaurierung von der Spieler im Technischen Museum in Wien. Und mittlerweile bin ich auch im Wohnungsmuseum in Wien. Ich habe zurzeit eine Spieler in Arbeit, die ich fürs Wohnungsmuseum restauriere. Die wurde voriges Jahr am Neujahrskonzert mit eingeblendet, die Spieluhr. Die ist jetzt bei mir in der Wohnung, weil die nicht funktioniert. Super. Ich bin der Fiaker Willi und ich würde Ihnen die wunderschöne Wiener Stadt zeigen, meine Heimatstadt. Es gibt ganz fantastische Sehenswürdigkeiten, im Krieg kaum zerstört. Also Sie würden es genießen.